Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf CryptoAnarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,10 $, also zumindest jetzt gerade in der Mittagszeit ist es bei 1,10 $, weil Bitcoin auch wieder eigentlich recht stabil bleibt, aber die anderen Coins tanken alle so ein bisschen. Also Bitcoin bei 57.000, aber wir haben sehr viele Verlierer hier gerade, 10, 11% sind die hier runter im Vergleich zu Bitcoin, der eigentlich gerade so als einziger in Anführungsstrichen stabil steht mit einem Prozent. Also schauen wir mal, ob das gerade Konsolidierungsphase ist und wo wir da in den nächsten Tagen hingehen werden. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dann geht's weiter vom XRP Darren. Er hat hier einmal wahrscheinlich nichts. Da haben wir hier, how big is Finastra? Da haben die hier 90 von den Top 100 Banken der Welt. Und dann haben die hier Finastra, On-Demand Liquidity mit der digitalen Währung XRP für Cross-Border Payments. Ja, also hier steht ganz klar, 90 der 100 Weltbanken ist hier bei Finastra. Und ja, das schreibt Ripple auch hier ganz normal, dass sie das nutzen werden, aber ja, ist wahrscheinlich nichts. Da haben wir hier einmal die Banken Auflistung, Total Assets in Milliarden, ne? Aber ja, wahrscheinlich nichts, wie XRP Darren hier schon schreibt. Dann geht es weiter von Loop. Er hat hier, das ist definitiv eine Nachricht der Zukunft. Da haben wir hier einmal den Black Swan im Wasser und den Skorpion. Scorpio, 22. Oktober bis 22. November. Was ein Zufall. Hier, dass Mr. Pool das gepostet hat. Und dann hier, crazy, crazy. Dann geht es weiter von einem Artikel von Ripple selbst. Sie haben hier einmal geschrieben, durch das Ripple-Net werden die finanziellen Institutionen ihre Kunden über Grenzen hinweg beliefern können mit der guten Zahlungserfahrung hier. Hier haben wir eine Success-Story. Also Success-Stories sind halt eben, wenn Firmen dann eine Art Bericht schreiben, wie die Erfahrung mit Ripple war und wie sie ihr Business dadurch verbessern konnten, sage ich mal. Und natürlich werden hier die Guten dargestellt, sage ich mal, das ist klar. Aber hier haben wir natürlich sowas wie Santander oder Money Match. Da sind sehr, sehr viele große Player auf jeden Fall dabei. Und die schreiben hier öffentlich auch Erfolgsstories auf Ripple. Also veröffentlichen das. Das heißt, die stehen da wirklich mit dem Namen hinter und sagen hier, das ist unsere Firma, sage ich mal. Dann geht es weiter von Ben Armstrong bzw. dem Bitboy Crypto. Er hat hier, ich bin all in, 4 $ XRP ist nichts im Vergleich zu dem, was ist, wenn das SEC-Ding zu Ende ist. Da schauen wir einmal in das Video rein. When all this happens, it's going to happen super fast and it's going to go super high and they're going to be validated. The same way that we will be validated as soon as this thing is over as well. And you guys are going to, all of these comments about, where's your $4 XRP? Well, you can take your $4 XRP and you can smoke it because $4 XRP is nothing compared to where it's going to go. And if you think that this bull run is the end for XRP, wait until the next one when the company is public. Dann geht es noch weiter von Stefan W. Huber. Er sagt hier, beweist mir das Gegenteil. XRP, XLM und Algorand sind die letzten, die so viel Liquidität ziehen werden aus dem ganzen Markt wie möglich und dann pumpen werden, weil es die WEF-Coins sind, also die World Economic Forum Coins, die dort eben in diesem Bericht oft erwähnt wurden. So viele gute Möglichkeiten. Und da sagt er hier, das sind die Blockchains, die übrig bleiben werden, weil sie einen richtigen Nutzen haben. Also auf jeden Fall XRP, XLM, Algorand, habe ich auch früher schon gesagt, kann man sich auf jeden Fall mal tiefer mit befassen. Klar, mit XRP habt ihr euch wahrscheinlich schon befasst, wenn ihr hier auf dem Kanal öfter mal unterwegs seid. Aber auch XLM und Algorand sind wichtige Punkte. Dann geht es noch weiter von dem Node Maestro. Er hat hier, Ripple ist eine Firma, XRP ist das Asset. Kennt den Unterschied? Also, da haben wir hier nochmal die Aufschlüsselung, weil mich da auch Leute wieder gefragt haben, so, wo ist der Unterschied? Ripple, XRP, XRP Ledger. Mache ich es hier nochmal auf jeden Fall. Also, Ripple ist die Firma, die den XRP Ledger bereitstellt und XRP ist das Produkt sozusagen und der Coin. Dann haben wir hier den XRP Ledger, das ist das Netzwerk, die Blockchain, auf dem XRP läuft. Und XRP ist die Währung für den XRP Ledger, die auf dem XRP Ledger, sage ich mal, läuft. Dann geht es weiter vom XRP Crypto Wolf. Er hat hier einmal, die Regierung sagt, dass CBDCs sehr wahrscheinlich sind in Südkorea.
Die ersten Tests könnten schon bereits vor Dezember stattfinden. Da haben wir hier einen Artikel von AMB Crypto, natürlich auf Deutsch wie immer. Und da will ich immer nur noch mal dran erinnern, wenn das schon das ist, was sie uns sagen, dass sie jetzt im Dezember Tests oder vor Dezember sogar schon Tests anfangen könnten, dann ist das meiner Meinung nach immer schon ein Zeichen, dass sie eigentlich schon fertig sind mit allem, alles durchgetestet haben und jetzt noch ready sind, um das zu launchen, sage ich mal. Weil einfach, die würden uns das nicht sagen, ja, wir testen das jetzt vielleicht mal, um dann im Nachgang vielleicht irgendwie sagen zu müssen, oh ja, wir müssen das jetzt noch verschieben oder wir sind da gescheitert an irgendeiner Ecke oder sowas. Das macht man einfach nicht in der Öffentlichkeit. Deswegen bin ich der Meinung, dass das jetzt alles schon abgeschlossen ist und das hier nur nochmal so die Confirmation ist, dass alles abgeschlossen ist. Dann geht's weiter von Austin. Er hat hier einmal, XRP macht neue Hochs, sage ich mal, auf dem Ein-Monats-Chart oder von der Ein-Monats-Perspektive. Hier gibt es dann die Correction, 1,13 bis 1,03 Range. XRP könnte dann hier die Major Resistance brechen. Also hier haben wir Local Resistance, Local Support. In diesem Tunnel bewegen wir uns hier gerade. Und da sagt er eben hier, wenn wir hier ausbrechen können und dann nicht von den Altcoins gestoppt werden, dann könnte hier diese Major Resistance durchbrochen werden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann geht es noch weiter von Alex Kopp. Er hat hier einmal XRP nach 3,5 Jahren und einem legendär langen Cup and Handle kommt jetzt endlich der Breakout. Vergewissert euch, dass eure XRP offline sind, also irgendwo auf dem Ledger oder irgendeiner anderen Hardware-Wallet. Und er schreibt weiterhin, lasst die nicht auf den Exchanges liegen, wenn XRP über 10 Dollar pro Coin ist und ihr dann auf einmal alle da rausziehen wollt und dann geht das nicht und dann ist das Exchange irgendwo überfordert oder man kann nicht verkaufen oder kaufen oder wie auch immer. Deswegen seid sicher oder bleibt da sicher auf jeden Fall und packt die zu euch, denn ihr sollt eure eigene Bank werden. Das ist eigentlich so die Major-Aufgabe im Crypto-Space. Und ich denke mal, wenn man sich da ein Ledger, so den kleinen, also es gibt ja zwei Varianten, X und S, wenn man jetzt eher ein kleiner Investor ist, dann oder halt ein Coin hat so oder zwei Coins, dann reicht auf jeden Fall der kleine Ledger. Das kostet nicht viel im Vergleich zu dem, was man verlieren könnte. Deswegen ist aus meiner Sicht die Sicherheit da an oberster Stelle und man sollte sich da mal informieren, ob man nicht lieber irgendwie ein Ledger oder Treasure ist, die andere Firma, die das so hauptsächlich betreibt. Es gibt aber noch andere, kann man sich auch mal ein bisschen einlesen, aber ich habe ein Ledger und damit bin ich zufrieden. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere Leute andere Firmen da bevorzugen. Und der letzte Tweet für heute kommt von XRP News Crypto. Das ist ein bisschen mehr Fun, aber trotzdem, 10.000 Dollar per XRP ist möglich, weil der Market Cap im Crypto-Space nicht relevant ist. Und dann hier der Hund. Also so würde ich auf jeden Fall auch gucken, wenn XRP immer mal 10.000 ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP-News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.